WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 2. August 1868. Der Geburtstag des Publizisten und Schriftstellers Theodor Wolff. Es empfiehlt sich, in einer Zeitung Schweres und Nüchternes gefällig vorzutragen, wenn man hurtig vorbeieilende, zerstreute Leser für eine Idee gewinnen will. Aber fürchterlich ist die wässrige, plätschernde Anmut gewisser Plauderkünstler. Und an die Wand der Redaktionszimmer sollte man das goethische Wort schreiben, dass getretener Quark breit wird, nicht stark. Theodor Wolff. Wolff hat die Zeiterscheinung immer aus der Perspektive des distanzierten Beobachters formuliert, der mit klaren, liberalen, demokratischen Grundsätzen und Werten operierte. Freie Universität Berlin, im Büro von Bernd Sösemann, Professor für Geschichte der öffentlichen Kommunikation. Im Rahmen seiner Forschungen verfasste er zahlreiche Bücher über Theodor Wolff, publizierte Briefe, Tagebücher, Schriften. Da ich seit meiner Studienzeit mich mit Theodor Wolff beschäftige, kann ich rückblickend jetzt als alter Mann sagen, imponiert hat mir die Grundeinstellung von Theodor Wolff, diese distanzierte Skepsis bei starkem Engagement für die Sache, die Sprache und der Stil. Der wichtigste Journalistenpreis der deutschen Zeitungen trägt seinen Namen, der verbunden ist mit einer klaren Haltung zum Weltgeschehen. Die Artikel von Theodor Wolff sind ein Konzentrat aus Kritik, Analyse, Wissen, Ironie, Zitaten. Die einen fürchteten seine Worte, die anderen feierten sie. Wie der Schriftsteller und Kritiker Josef Shapiro im Jahr 1928, zum 60. Geburtstag von Theodor Wolff. Theodor Wolff ist heutzutage unbestritten der vielseitigste und dabei tiefste und stilvollste politische Journalist Deutschlands. Jeder Leitartikel, jeder Wochenbericht ist ein Kunstwerk, ein Edelstein von vollendetem Schliff. Josef Shapiro. Theodor Wolff, geboren am 2. August 1868 in Berlin als Sohn jüdischer Eltern. Er war das zweite von vier Kindern. Der Vater stammte aus Schlesien, handelte mit Schnaps und Stoffen. Die Mutter war Tochter eines Arztes in Danzig. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Berlin von einer 200.000 Einwohnerstadt zu einer 2-Millionen-Metropole. Es war die Zeit der Entdeckung von Elektromagnetismus, Röntgenstrahlung, Telefon. Die Zeit der Eisenbahnen und Fotografien. Auch die Presselandschaft wurde bedeutender. Allein in Berlin erschienen rund 150 Zeitungen, manche zweimal am Tag. Da gibt es dann vor allen Dingen drei Verleger, die Berlin geprägt haben, das ist Leopold Uhlstein, Rudolf Mosse und August Scherl. Also die drei haben dazu geführt, letztlich, dass Berlin zur Zeitungsstadt geworden ist. Der Bibliothekar Christoph Albers sitzt in der Zeitungsabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin und blättert in den Beständen des Berliner Tageblatts. Das Berliner Tageblatt richtete sich schon eher an ein mehr bürgerliches Publikum, Kaufleute, ja auch Industrielle natürlich, die stark auch an Anzeigen interessiert waren. Berlin, um 1860. In der pulsierenden Metropole gründete Rudolf Mosse mit der Zeitungsannoncen-Expedition ein innovatives Start-up, das auf die Zeitung als kostbaren Werberaum setzte. Die Idee war, den Anzeigenmarkt zu strukturieren, zwischen Handel, Presse und Publikum zu vermitteln. Mit den ersten Gewinnen finanzierte Rudolf Mosse eine eigene Zeitung. 1871 erschien zum ersten Mal das Berliner Tageblatt. Das Berliner Tageblatt gehörte in Deutschland zu den renommierten großen Zeitungen, neben der Frankfurter Zeitung, neben den großen Zeitungen in München, Hamburg, Leipzig, Köln. Ihr Titel stand in großen Lettern an der Verlagshausfassade im Herzen des Berliner Zeitungsviertels. Das ist da rund um die Kochstraße. Der Axel Springer Verlag hat da seinen Sitz, die Taz hat dort ihren Sitz. Das kommt aus dieser Zeit, Ende 19. Jahrhunderts. Berlin-Mitte, Jerusalemer Straße. Wie eine Welle schiebt sich ein geschwungener Eckbau in den urbanen Raum. Das heutige Mosse-Zentrum, ein achtstöckiger Bürokomplex mit vielen Unternehmen, ist eine Rekonstruktion des einstigen Verlagshauses aus Sandstein, Eisen und Keramik.
Der Verleger Rudolf Mosse bot seinem 25 Jahre jüngeren Cousin Theodor Wolff die Redaktionsleitung an. Von 1906 bis 1933 war Theodor Wolff Chefredakteur beim Berliner Tageblatt, dem Erfolgsschlager des Rudolf Mosse Verlags. In diesem Bau also hatte Theodor Wolff sein Büro. Hier entstanden seine berühmten montäglichen Leitartikel, die entschiedene Kritik am Wilhelminischen Kaiserreich und dem Ersten Weltkrieg übten, wie der Kommentar am 8. November 1915. Wenn dieselben Elemente, die den Krieg herbeischwätzen, auch über den Frieden entscheiden sollen, dann ist kein Ende abzusehen. Mit seinen Artikeln schärfte Theodor Wolff das Profil des Berliner Tageblatts als ein linksliberales Medium, das über die Landesgrenzen hinaus Beachtung fand. Während des Ersten Weltkriegs gerieten die Zeitung und ihr schreibender Chefredakteur immer wieder ins Fadenkreuz der kaiserlichen Zensurbehörde. Theodor Wolff wurde ein Schreibverzicht abgerungen. Der Historiker Bernd Sösemann. Dieses Verbot des Schreibens für Theodor Wolff hielt nur ein paar Monate, denn ein schreibender Theodor Wolff ist für das Ansehen Deutschlands besser als ein schweigender Theodor Wolff. Im November 1916 erschien der erste Leitartikel nach der viermonatigen Zwangspause. Inzwischen ist die Welt nicht glücklicher geworden. Die Furchtbarkeit dieses Krieges ist weiter zur technischen Vollendung gereift. Der Blutdunst lagert immer dichter über der Menschheit. Immer mehr Lebenskräfte werden zermalmt. Mit Reiseberichten aus Skandinavien, Italien, dem Mittelmeerraum begann Theodor Wolff seine journalistische Laufbahn. Wolff wollte gar nicht Journalist werden. Er hat immer gern geschrieben. Gedichte, Theaterstücke, Romane. Hier sind wir ja im Jahr 1888. Der Bibliothekar Christoph Albers liest im Berliner Tageblatt einen Artikel aus Wolffs Anfängen. Ein Dreikaiserjahr. Berlin, Mittwoch, 13. Juni. Das war so die erste Serie. Das Befinden des Kaisers. Die Lage ist ernst, sehr ernst geworden. 14. Juni. Die an eine mehrtägige Ernährungsstörung geknüpfte Krise scheint überwunden. 15. Juni. Morgenausgabe. Fernab vom hastenden Getriebe der Großstadt steht das Schmerzenslager des kaiserlichen Märtyrers. Abendausgabe. Kaiser Friedrich tot. Paris, 1894 bis 1906. Theodor Wolff arbeitete als Auslandskorrespondent für das Berliner Tageblatt. Aus Paris berichtete er über Theateraufführungen, Opern, Literatur, Politik. Die 12 Paris-Jahre beschrieb Theodor Wolff als seine schönste Zeit. Alles hat Hintergrund und Tiefe, Fülle und Farbe. Und an jeder Straßenecke sitzt verführerisch das Leben und bietet dir seinen Strauß. Im Vergleich mit Berlin war Paris das Paradies. Theodor Wolff lebte am legendären Boulevard Haussmann, besuchte Cafés in Montmartre, verkehrte mit Schriftstellern, Schauspielerinnen, Bildhauern. In Paris hängte er seine eigene Schriftstellerei an den Nagel. Er hat dann sehr schnell gemerkt, dass er doch über das Mittelmaß nicht hinauskam. Mit den Zeitungsartikeln stellte er klar die Weichen. Journalismus statt Belletristik. Berliner Tageblatt. Donnerstag, 10. Januar 1895. Morgenausgabe. Die Dreyfus-Affäre ist in Frankreich noch immer nicht tot. Im Gegenteil, sie fängt nachgerade an, unheimlich lebendig zu werden. Da hatte er die ersten Lorbeeren aus Paris mitgebracht, weil er über den Dreyfus-Prozess ausführlich berichtet hatte. Der antisemitisch motivierte Schauprozess gegen den jüdischen Hauptmann Dreyfus erschütterte Theodor Wolffs Bild einer mehr oder weniger freiheitlichen Demokratie in Ländern wie Frankreich oder Deutschland. Er hat mit Entsetzen also wahrgenommen, wohin sich eine Gesellschaft entwickeln kann. Paris im Oktober 1902. Theodor Wolff heiratete Marie-Louise Anna Hicketier. Anne, wie ihr Mann sie nannte. Im Nachlass liegen die Briefe aus der Verlobungs- oder Brautzeit. Und die zeigen, dass sie ihn vergötterte geradezu. Marie-Louise Anna Hicketier stammte aus einer protestantischen Familie. Sie war bildschön, Schauspielerin und Mutter der drei gemeinsamen Kinder, Richard, Rudolf und Lilly. Berlin, 1. August 1913.
Wenn man schon etwas älter wird, ist das doch noch das Beste, so seinen Weg zu gehen. Und ich wünschte, meine Jungens, ihr fühltet mir das eines Tages nach. Unter dem Titel Vatertagebuch veröffentlichte Bernd Sösemann im Mai 2018 eine Sammlung mit privaten Schriften, Briefen, Postkarten, Fotografien und einem Tagebuch, das Theodor Wolff seinem erstgeborenen Sohn widmete. Die Arbeit und der Kampf also verleiden mir diese Jahre nicht. Und diese Jahre sind schön dadurch, dass wir noch alle gesund zusammen sind. Und dass ihr noch richtige, frische, sonnige, lustige, erwärmende, wenn auch etwas turbulente Kinder seid. Winter 1918. Der Kaiser hatte abgedankt, die Weimarer Republik wurde ausgerufen. Mit Gleichgesinnten gründete Theodor Wolff die Deutsche Demokratische Partei. Sie stand hinter der jungen Demokratie und gegen den reaktionären Geist. 1926 jedoch plädierte die DDP für das heiß diskutierte Schmutz- und Schundgesetz, das dem Staat erlauben würde, bestimmte Medien als jugendgefährdend einzustufen und auf den Index zu setzen. Ein Affront gegen die Meinungsfreiheit. Theodor Wolff trat aus. Trampeln nicht schon genug ahnungslose Elefanten auf der Freiheit dichterischen Schaffens herum? Theodor Wolff war ein Demokrat, durch und durch. Wahlkampf. Seit dem Brand des Reichstagshauses hat er in Preußen wenigstens vollends aufgehört. Hier ist die Ausgabe zum 5. März 1933. Das ist der Sonntag, an dem die Reichstagswahlen im Jahr 1933 stattfanden und die für Adolf Hitler extrem wichtig waren. Christoph Albers, Staatsbibliothek Berlin. Insofern auch der Aufruf an alle, geht hin und wählt. Seinen letzten Leitartikel schrieb Theodor Wolff auf dem Weg ins Exil. Jeder, der in Freiheit, Sicherheit, Rechtsgleichheit und Heimatglück die höchsten Lebensgüter sieht, wird seine Stimme denjenigen geben, mit denen er sich einig in diesen Ideen fühlt. Das Exil der Familie hieß Nizza am Mittelmeer. Im November 1933 konfiszierten die Nazis das Vermögen der Wolffs. Im Oktober 1937 erkannten sie ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Die Ausbürgerung war für ihn eine entsetzliche Tat, dass er überzeugter deutscher jüdischen Glaubens in Deutschland nicht mehr geduldet werden sollte. In Nizza setzte sich Theodor Wolff intensiv mit dem Judentum auseinander, schrieb Texte zum Thema. Er wurde als Jude diffamiert und das forderte ihn heraus. Nizza, 23. Mai 1943. Am Morgen klingelten Zivilbeamte an der Tür, verhafteten Theodor Wolff und übergaben ihn der Gestapo. Monate später landete der mittlerweile 75-Jährige als ein Polizeigefangener im Gefängnis Berlin-Moabit. Vor dem Konzentrationslager befreite ihn das zynische Entgegenkommen der Gestapo, weil die Gestapo in Berlin ein spezielles Gefängnis für diejenigen prominenten Juden vorbereitet hatte, die sie zum Austausch gegen deutsche Offiziere oder Diplomaten nutzen wollten. Bernd Sösemann. Da ist er dann, weil er schlecht behandelt wurde, im jüdischen Krankenhaus in Berlin gestorben. Am 23. September 1943. Was von Theodor Wolff bleibt? Seine Artikel, politische Essays eines kritischen Beobachters, eines bürgerlichen Freigeists, dem die liberale Gesellschaft heilig war. So schwebt über jeder Wahrheit noch ein letztes Vielleicht. Was bleibt, ist sein Vatertagebuch. Berlin, 1. August 1913. Es ist im Grunde eine schöne Zeit. Und ich möchte den Himmel oder das Schicksal bitten, dass alles immer so bliebe. Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Theodor Wolff, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Mailänder Skala. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.